Hallo und herzlich willkommen bei Lyrelda.de. Wir schauen uns nun in diesem Video an, wie man von einer gegebenen Funktion die Extremstellen berechnen kann. Das heißt die Hoch- oder die Tiefpunkte. Wir haben die Funktion x hoch 3 minus 9x² plus 24x minus 16. Nun wollen wir schauen, wie wir hier Hoch- und Tiefpunkte berechnen können. Dafür schauen wir erstmal die Ableitungen an. Das heißt, wir leiten die Funktion einmal ab. F' von x wäre in diesem Fall aus 3x, x hoch 3 wird 3x². Minus 9x² wird minus 18x, plus 24x bleibt plus 24 und minus 16 fällt weg. Das ist die erste Ableitung. Vorsorglich leiten wir die Ableitung nochmal ab, weil wir das später brauchen können. Das heißt, man schreibt dann f2' von x für die zweite Ableitung. Das abgeleitet hier, 3x² abgeleitet ist 6x, minus 18x abgeleitet ist 18 und die 24 fällt weg. Nun haben wir die beiden Ableitungen, die wir später brauchen und können anfangen mit dem ersten Schritt, nämlich die erste Ableitung gleich 0 zu setzen. Ja, um mögliche Kandidaten für die Extremstellen zu bekommen, setzen wir einfach f' von x gleich 0. Das heißt, 3x² minus 18x plus 24 gleich 0. Das können wir auflösen, indem wir erstmal durch 3 teilen. Das heißt, es steht da, x hoch x² minus 6x plus 8 gleich 0. Und das können wir nun mit der PQ-Formel lösen, nämlich x1,2 gleich minus 6, minus minus 6 halbe ist 3 plus minus Wurzel aus 6 halbe ins Quadrat, 3 ins Quadrat minus 8, also 9 minus 8. Das heißt, wir haben die beiden Lösungen, 3 plus 1 und 3 minus 1. Das heißt, die beiden Lösungen sind x1 ist 4 und x2 ist 2. Das sind unsere Kandidaten für Extrempunkte. Nun wissen wir noch nichts Genaueres über diese, ob diese überhaupt Extrempunkte sind oder ob sie ein Hochpunkt sind oder ein Tiefpunkt. Und das müssen wir nun im zweiten Schritt überprüfen. Überprüfen also unsere beiden Kandidaten. Dafür gibt es zwei Vorgehensweisen. Wir nehmen erstmal die herkömmliche Vorgehensweise, nämlich der Vorzeichenwechsel. Also mit Vorzeichenwechsel der Ableitung. Dazu nehmen wir uns unsere Funktion vor. Unser Kandidat ist x1 gleich 4. Dann nehmen wir einfach eine Stelle, die vor 4 liegt, möglichst nahe vor 4, nehmen wir da einfach 3 und bilden davon die Ableitung. Und einen Punkt, der möglichst hinten dran liegt, nehmen wir 5. Davon bilden wir die Ableitung, das heißt, wir setzen es in f' von x ein. Setzen wir f' von 3, das heißt, hier steht dann 3 mal 3 ins Quadrat, minus 18 mal 3, plus 24. Weiter ausgerechnet ist es hier 27 minus 54 plus 24. Das ausgerechnet ergibt minus 3. Setzen wir f' von 5. Setzen wir also 5 ein. Das heißt, wir haben 3 mal 5 ins Quadrat minus 18 mal 5 plus 24. 3 mal 5 ins Quadrat, 3 mal 25 ist 75. Minus 18 mal 5 ist 90, plus 24. Wenn man das ausrechnet, minus 15 plus 24 gibt plus 9. Das heißt, wir haben hier einen Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus. Das halten wir fest. Von Minus nach Plus. Und immer wenn man einen Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus hat, das ist der betreffende Punkt. Der wäre in dem Fall 4. Und der Funktionswert von 4, den wir noch nicht kennen, dann ist dieser Punkt ein Tiefpunkt. Kann man sich also merken, wenn es von Minus nach Plus geht, ist es ein Tiefpunkt. Überprüfen wir die anderen Kandidaten.
x1 gleich 2. Auch hier wieder nehmen wir einen Wert, der kurz davor liegt, einen kurz danach liegt, also f' von 1 und f' von 3. Setzen wir mal ein, 1, 3 mal 1 ins Quadrat, minus 18 mal 1, also minus 18 plus 24. Ja, 3 minus 18 plus 24, das ist 9, also plus 9. Und f' von 3 kennen wir schon, das haben wir hier oben ausgerechnet, ist minus 3. Das heißt, hier haben wir einen Vorzeichenwechsel von plus nach minus. Das heißt, dass der Punkt P2, nennen wir ihn mal, 2 und sein Funktionswert ein Hochpunkt sind. Also man kann sich merken, Vorzeichenwechsel von Minus nach Plus ist Tiefpunkt, Vorzeichenwechsel von Plus nach Minus Hochpunkt. Das ist die Standardvorgehensweise, man kann allerdings auch noch anders vorgehen, nämlich mit der zweiten Ableitung. Das geht folgendermaßen, wir haben ja die zweite Ableitung schon gebildet, hier 6x-18 und jetzt setzen wir einfach unsere Kandidaten ein. x1 ist 4, unser erster Kandidat, eingesetzt in die zweite Ableitung, f2' von 4 also. 6 mal 4 ist 24, minus 18, 24 minus 18 ist plus 6. Und immer wenn die zweite Ableitung einen positiven Wert ergibt, dann ist unser Punkt ein Tiefpunkt. Das heißt, unser Punkt 4, f von 4, Tiefpunkt. Zweiter Kandidat, x1 gleich 2. Setzen wir es in die zweite Ableitung ein. 6 mal 2 ist 12. Minus 18 ergibt minus 6. Wenn wir das nun wieder als Punkt schreiben, der Punkt 2, 2, f von 2 wäre in diesem Fall ein Hochpunkt. Das heißt, generell kann man sich merken als Regel, dass wenn die zweite Ableitung einer Funktion an der Stelle x0 größer 0 ist, dann ist an der Stelle x0 ein Tiefpunkt. Wenn die zweite Ableitung an der Stelle x0 kleiner 0 ist, dann ist bei x0 ein Hochpunkt. Und es kann ja auch vorkommen, dass an der zweiten Ableitung an der Stelle x0 gerade gleich 0 ist, dann haben wir einen sogenannten Sattelpunkt. Das kann man sich als Regel merken. Wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ist es deutlich einfacher, das mit der zweiten Ableitung zu machen. Da müssen wir nur zwei Terme ausrechnen, werden wir hier vier Terme ausrechnen müssen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, es immer mit der zweiten Ableitung zu machen, sodass ihr dann auch immer schön die Extrempunkte bekommt. Also wissen wir letztendlich, dass wir an der Stelle 4 einen Tiefpunkt haben und an der Stelle 2 einen Hochpunkt. Wenn wir jetzt die Funktion als Koordinate hier noch haben wollten, müssen wir natürlich noch hier oben in f von x einsetzen, dass wir dann die Koordinate bekommen. Danke.